Jo Leute, bevor das Video hier beginnt, möchte ich euch nur ganz kurz darüber informieren, dass ich in diesem Video ab und an mal etwas übersteuere. Das tut mir auf jeden Fall mega leid. Ich habe meine Audacity-Einstellungen etwas komisch gehabt und somit wurde immer zu laut aufgenommen. Ich habe dieses Video allerdings schon 5-mal neu aufnehmen müssen und da hatte ich keinen Bock, das nochmal zu machen. Also Leute, bitte seht drüber hinweg, dass ich in diesem Video ab und an mal übersteuere und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Video. Jo Leute und damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch dieses Fahrzeug hier vorstellen. Das ist ein TLF 4000, was von Blue Red Modding und Classic Fire Group erstellt wurde. Die Hauptarbeit bei diesem Fahrzeug liegt bei der Classic Fire Group. Ich, also als Blue Red Modding, habe dort nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil zu beigetragen. Und ja, dieses Fahrzeug möchte ich euch jetzt einfach einmal vorstellen. Dazu steige ich jetzt ein und zeige euch dieses Fahrzeug. Ja, zum einen, wir haben hier an diesem Fahrzeug verbaut oben zwei Hensch Nova LED, wenn mich nicht alles täuscht, mit einer Presslufthorn-Sondersignalanlage zu. Hier unten zwei Heller BST Frontblitzer. Da muss ich mich nochmal erkundigen, ob die Leute von der Classic Fire Group die verwenden dürfen. Denn die sind vom Oki RS und soweit ich weiß, haben nur Fire Technology, also Cobra und ich die Freigaben für diese Anbauteile von ihm, für die, die es nicht mitbekommen haben. Der Oki RS hat mir und halt Cobra die Erlaubnis gegeben, alles, was er modelliert hat, frei nutzen zu dürfen. Und ja, hinten sonst die normalen Heckblaulichter von Schlingmann. Hier eine Heckwarnanlage, die ist dort jetzt leider noch blau. Das denke ich, wird mal in der Release-Version noch geändert sein. Ja, ansonsten noch die Umfeldbeleuchtung, einen Wasserwerfer obendrauf und einen Lima, also Lichtmast. Ja, danke Handy. Gut, dann schalte ich jetzt einfach einmal die Funktion ein. Wir haben hier halt die Standardfunktionen wie Licht. Blinker muss ich, denke ich mal, nicht großartig zeigen. Dann natürlich das Blaulicht. Das sieht so aus. Hier unten eine relativ coole Frontblitzerfrequenz. Hier oben so eine LED-Doppelblitzfrequenz für die Novas. Ja, und hinten das Blaulicht dürfte gleich blitzen. Ja, das blitzt gleich. Ist ziemlich cool. Ja, dann natürlich die Heckwarner. Die sehen so aus. Wie gesagt, ist jetzt noch blau. Also das Glas wird hoffentlich noch geändert. Gehe ich mal sehr stark von aus. Ja, dann haben wir hier noch die Umfeldbeleuchtung. Die finde ich sieht auch ziemlich cool aus. Die ist hier mit Statics gemacht. Also nicht mit Coronas, wie man es von den meisten Mods kennt. Und das, finde ich, macht an diesem Fahrzeug schon ziemlich was her. Und ja, ansonsten noch ein Presslufthorn. Das klingt so. Und eine Hupe. Ich denke mal, das brauche ich nicht mehr großartig zeigen. Ja, Lichtmast und Wasserwerfer funktionieren bei mir hier jetzt noch nicht. Also gehen noch nicht an. Ihr müsst dazu wissen, das Ganze hier ist noch eine Beta-Version. Also die Release-Version ist noch nicht fertig. Das ist so eine Version, an der durfte ich ein bisschen rumspielen, rumtesten. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ist ja egal. Ja, ansonsten haben wir hier das Kennzeichen-Script verbaut. Das erkennt man hier relativ gut. BLM CFG, das heißt halt Blue Light Modding und Classic Fire Group. Und genau, so. Man kann hier die Gerätefächer öffnen und die Klappen. Dort hinter sind Texturen. So, geht hier auf. Danke. So, hier hinten genau das gleiche. Auf der anderen Seite muss ich das jetzt nicht zeigen. Ja, was haben wir hier? Ein paar Kästen. Feuerlöscher, so ein Auszug für den Feuerlöscher. Schläuche, noch ein Auszug. Schnellangriffsschlauch, also so ein paar Sachen halt. Hier ist jetzt noch ein kleiner Bug, da kann man durchschauen. Ich denke mal, der wird noch behoben. Ja, die Texturen kann man entfernen, um sich dieses Fahrzeug 3D auszubauen. Ich mache das nicht, weil das Fahrzeug hier soll halt nicht laggen, das soll performance-sparend sein. Deswegen hat der Stefan das Ganze auch mit Texturen gemacht, damit das Ganze bei den normalen Usern nicht laggt. Ja, das ganze Fahrzeug hier ist skinbar und da kommen wir auch schon zu der Arbeit, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich die Texturen für dieses Fahrzeug erstellt. Also die Skin-Datei sozusagen. Ihr seht, hier hinten ist eine Heckwarnbeklebung drauf. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Hier an der Seite das typische Schlingmann-Design. Wenn ich ein Bild vom Originalfahrzeug finde, dann blende ich euch das hier einfach mal ein. Und ja, die Texturen wurden von mir gemacht. Das Ganze ist mit einer UV, also einer Skin-Datei und einer Ambient Occlusion versehen. Das heißt, das sieht man hier ganz gut,
Hinter der Leiter wird es ein Stück dunkler. Das ist halt... Also das nutzen halt viele Game-Designer, Entwickler, um Performance zu sparen, weil mit einer Ambient Occlusion Map kann man sich eine aufwendige Beleuchtung ersparen im Endeffekt. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung, da könnt ihr genau nachlesen, was eine Ambient Occlusion ist, falls euch das interessiert. Und ja, das war dann so meine Arbeit. Das In-Gaming, das Modell, die Funktionen, alles kommt alles von der Classic Fire Group. Meine Arbeit war halt nur das Skinnen bzw. die Texturdatei zu erstellen. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt von diesem Fahrzeug. Hätte nicht gedacht, dass es so cool wird. Hab sehr viel Spaß damit. Und jetzt kommt so eine Information, die dürfte euch ziemlich freuen. Und zwar kommt dieses Fahrzeug zum Download. Jetzt, wo dieses Video raus ist, wird es, denke ich mal, noch nicht zum Download erscheinen. In den nächsten Wochen auf jeden Fall. Und wenn es soweit ist, dann findet ihr in der Videobeschreibung einen Link. Und ich werde euch mit einem extra Video informieren. Falls ihr Facebook habt, schaut doch auch mal in die Videobeschreibung. Dort ist meine Facebook-Seite verlinkt. Also die LSFW-Facebook-Seite. Dort erfahrt ihr immer zuerst, wenn dieses, wenn irgendwas zum Download kommt, was weiß ich, da es einfach nicht so viel Aufwand ist, einen schnellen Post zu schreiben, als wenn ich ein Video machen würde. Also wenn ihr echt interessiert seid, wann was zum Download kommt, wo ich mitgearbeitet habe, schaut auf der Facebook-Seite vorbei, liked sie und genau, dann erfahrt ihr das schon relativ früh. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe nochmal ganz kurz in den Innenraum und zeige euch diesen. Und zwar seht ihr hier, ich ändere dafür mal die FUV hoch, die FUV auf ungefähr 30. Wir können hier jetzt einmal den Motor einschalten. Dann seht ihr, schaltet sich dort das Navi an und dort eine Anzeige. Wenn wir dazu das Licht einschalten, gehen hier die Interieurbeleuchtungen an. Also von den Knöpfen am Lenkrad. Halt überall. Ist schon ziemlich realistisch, muss ich sagen. Finde ich relativ cool, beziehungsweise ziemlich cool. Und genau. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf Facebook bei der Classic Fire Group vorbei und auf meiner Facebook-Seite. Links zu beiden Seiten findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's...